Morgen. Ich habe ihn doch erwischt, wie er bei mir eingebrochen hat. Morgen. Mein Name ist Klaus Schäfer. Kripo, was ist hier los? Der Kleine hat bei mir eingebrochen. Er hat mein Handy geklaut und Geld hat er auch geklaut. Siehst du mal eben. Das kann überhaupt nicht sein. Jan Ofer holen? Prima. Brauchst du ein Pflaster oder so? Das ist sinnvoll. So, ganz kurz. Wie heißen Sie? Okay. Ralf Esser. Sie sind Herr Esser. So, und wie kommen Sie jetzt hierher? Sind Sie jetzt hier so hergekommen? Ja, wir wohnen hier um die Ecke rum beinahe. Ja. Und ich habe den Kleinen erwischt, wie er bei mir in die Wohnung eingebrochen war. Der Kleine ist jetzt dieser Lütte hier? Ja. Wie heißt du denn? Der Janis. Janis, hast du auch einen Nachnamen? Frings. Nochmal bitte? Frings. So, und den haben Sie bei sich in der Wohnung gefunden? Ja, der war bei mir in der Wohnung. Wie sind Sie reingekommen? Ja, wahrscheinlich durch die Terrassentür, die hatte ich aufgelassen. Ah, offene Terrassentür. Und dann? Ja, und dann, ich habe ihn bei mir im Schlafzimmer erwischt. Moin. Da hat er mein Handy geklaut und dann mein Geld hat er auch noch geklaut. Darf ich kurz vorstellen, das ist Herr Mertens, das ist mein Kollege. Der hat den jungen Mann hier mit ihr geschleift, hergebracht, ja. Weil den hat er bei sich im Schlafzimmer gefunden. Und der gehört da nicht hin. Der gehört da nicht hin. Okay. Aber wo gehörst du denn hin? Bist du der Nachbar oder was bist du? Ja, wir sind Nachbarn. Das ist mein Pflegesohn, der Janis. Und seit einigen Wochen ist er jetzt bei uns. Dann ist Ihr Name ja nicht dann Frings. Nein, wir haben den anderen Namen. Ich bin die Frau Pohl. Frau Pohl. Mhm. Den Kriminalhauptkommissaren Klaus Schäfer und Jan-Ove Mertens entgeht nicht, wie eingeschüchtert der Junge ist. Klaus Schäfer hat nicht den Eindruck, dass der Junge ein dreister Dieb ist. Warst du drin? Ist erschrocken, ne? Warst drin? Hm. Also Janis war drin. Und hast du da was gefunden? Ja, okay. Das ist es. Das ist Ihr Handy? Das ist mein Handy. Wofür hast du das denn gemacht, Janis? Hast du Geldsorgen? Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Also, er bekommt Taschengeld und ich glaube, wenn das zu wenig wäre, würde er was sagen. Wir haben ein gutes Verhältnis, er vertraut uns auch, also das Gefühl habe ich. Aber ich würde mich freuen, wenn der Lütte antwortet, weil wir beide können uns gut unterhalten. Okay. Aber ich möchte gerne wissen, kommst du mit dem Taschengeld aus? Oder hast du irgendwelche Extra-Ausgaben, dass andere von dir Geld haben wollen? Du? Hm? Hast du was kaputt gemacht? Hast du irgendwie was du wieder reparieren musst? Hast du irgendwie was wieder gut zu machen? Oder was wolltest du mit dem Handy? Der Schüler weicht den Fragen aus. Er will nicht sagen, warum er in die Wohnung des Nachbarn eingestiegen ist. Aber dass er dort war und gestohlen hat, stimmt. Da sind noch 50 Euro. Hast du die auch vom Tisch weggenommen? Hast du? Ja. Gib mal her. Was ist denn los? Aber hast du irgendwelche Sorgen oder bist du nicht wieder? Zwei Zwanziger und ein Zehner. So, jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische packen. Da ist doch noch etwas. Ich sehe es doch in deinen Augen. Du hast doch noch was zu erzählen. Was ist los? Komm, sag's mir. Hm? Das ist wie meine Schwester Niki. Schwester Niki? Oh, wer ist das? Noch eine ältere Schwester, Niki. Ich bin heute von der Schule gekommen, wollte Playsee zocken. Aber dann ist Niki ganz verschnauft zu mir gekommen und wollte ein Glas Wasser. Okay. Und sie hatte ein blaues Auge. Blaues Auge? Hatte eine dicke Lippe. Und ich wollte wissen, was passiert ist, aber sie hat Und was ist passiert? Gesagt. Hat sie dir nicht erzählt? Nein. Aber sie brauchte Geld, oder was? Sie brauchte Geld und ich wollte ihr hinterherlaufen, aber sie hat mich abgewimmelt. Und was habt ihr jetzt vereinbart, ihr beiden? Hat sie von dir verlangt, dass du Geld besorgen sollst? Nein, daraufhin habe ich dann auf dem Balkon eine offene Tür gesehen beim Nachbarn. Bei dem Nachbarn? Okay. Ja, dann hast du gesagt, die Chance rüber. Und ich habe das Geld dann genommen. Okay. So, damit ist das Ding rund. Ich würde einfach mal sagen, das Sie ist rund. Nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Aber ich habe noch ein paar tausend Fragen. Also, und Sie, aber Sie, das machen wir drin. Machen wir drin, ja. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass die Schwester des Jungen in ernster Gefahr schwebt. Da die 18-Jährige telefonisch nicht zu erreichen ist, schicken die Beamten ihre Kollegen der Schutzpolizei zur Wohnung der Schülerin. Im unmittelbaren Nahbereich stoßen die Polizisten schnell auf ein Beweismittel, das sie umgehend zur Wache bringen. Der Mann hat gesagt, dass er diesen Stein gefunden hat, inklusive Zettel. Also ihr wart da? Habt ihr sie angetroffen? Wir waren vor Ort, nein. Nein, niemand angetroffen. Okay. Wir haben nur den Stein gefunden. Genau. Ich denke mal, damit könnt ihr was anfangen, ne? Okay, warte. Wenn du
Bullerei soll das heißen. Ja. Zur Bullerei gehst, garantieren wir für nichts. Okay, ist offensichtlich eine Mädchenschrift, würde ich mal sagen. Wo lag der Stein genau? Direkt unter einem Fenster. Ja. Mhm. Direkt unter dem Fenster? Ja, direkt davor. Ja, also sah so aus, als hätten sie damit auf jeden Fall. Okay, irgendwelche Beschädigungen am Fenster oder sowas? Geringfügig, ja. Geringfügig, also Versuch reinzuschmeißen. Sieht auf jeden Fall stark aus. Ja. Okay, wir müssen da drin noch weitermachen. Mag einer von euch den mal eben zur KTO? Ja. Und die sollen auf dem Papier gucken, ob sie irgendwelche Fingerabdruckspuren finden. Gebe ich so. Ja, aber das wissen die sowieso. Alles klar, aber das ist das Hauptaugenmerk. Gut, okay. Gebe ich so weiter. Aufgrund des Drohbriefes gehen die Beamten von mindestens zwei Tätern aus. Sie stufen die Bedrohung als sehr akut ein und veranlassen eine Handyortung. Während der Stein und das Schreiben von der KTU untersucht werden, befragen sie die Pflegemutter nach den familiären Umständen der Geschwister. Von Niki, was kennen Sie von Niki? Ist sie in der Schule gut? Haben Sie Kontakt zu den Lehrern? Hat sie Freundinnen? Zu den Lehrern natürlich nicht. Ich kenne Niki, seit ich ihn kenne natürlich, weil die beiden ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Freundin? Gar nicht eigentlich, weil sie, wenn sie zu ihm kommt, immer alleine kommt, weil sie dann Zeit zusammen verbringen wollen. Ich weiß halt, wie gesagt, dass sie auf einem richtig guten Weg ist und freue mich für sie und für ihn, weil ihn das auch glücklich macht. Der freut sich, dass es seiner Schwester jetzt besser geht, dass sie nicht mehr so rumzickt. Ich habe noch mal zwei Fragen zur Frage 1. Wie lange sind der Kleine und die Schwester schon auseinander? Also er ist jetzt seit circa 4 Wochen bei uns. Und die nächste Frage ist, haben Sie eigentlich ein Foto von der Schwester? Nee, ich habe kein Foto, aber ich vermute, dass du eins hast. Du hast eins? Du hast eins. Was ist hier? Geht's dir gut? Ja. Moment, gehen wir davon aus. Ja, bis auf das blaue Auge, was du heute Morgen auch schon gesehen hast. Ne? Der 13-Jährige steht seiner Schwester sehr nahe und hat Angst um sie. Um ihn nicht noch mehr zu beunruhigen, befragt Jan-Ove Mertens die Pflegemutter unter 4 Augen. Wissen Sie eventuell, ob sie Probleme hat mit Freundinnen, mit Feindinnen? Hat sie irgendjemand den Typen ausgespannt? Können Sie sich irgendwie sowas vorstellen? Ich weiß wirklich nicht viel, weil ich möchte den beiden ja auch immer Zeit dann geben für sich. Die ist natürlich auch in diesen ganzen sozialen Netzwerken. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also heutzutage ist das ja, wird ja sehr viel darüber kommuniziert. Da gucke ich dann auch immer mal rein, weil ich neugierig bin. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich möchte ja, dass sie einen guten Einfluss auf ihn nimmt. Warten Sie. Ja, ganz ruhig. So, hier ist was. Da ist was. Bist du das? Erreiche dich nicht. Warst ja auch nicht in der Schule. Alles gut, meld dich mal. Das hat ein Schulkamerad. Okay, Schulkamerad, also ein Junge, okay. Ja, so geht denn das jetzt hier nicht auf? Oh nein! Sie kennen die nicht? Ja, natürlich, das ist die Schwester. Ja, aber Sie kennen die andere Person nicht, nein. Kennen Sie überhaupt nicht. Also wir haben jetzt hier eine komplett neue Situation. In den sozialen Medien wurde ein Video gepostet, was die vermisste Person zeigt, wie sie von weiblichen Personen zusammengetreten wird, vornehmlich von einer Person. Es sind aber weitere Frauenstimmen im Hintergrund zu hören. Für uns läuten jetzt alle Alarmglocken, da geht es um Gewalt. Ich gehe mit, ne? Ja, Sie kommen bitte mit. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass die Täterinnen auf dem Video auch den Drohbrief verfasst haben. Sie hoffen, dass die Experten der Kriminaltechnik darauf inzwischen verwertbare Spuren sichergestellt haben. Ja, was ich gehört habe, tatsächlich, dass es jetzt hier um den kleinen Jungen mit der verschwundenen Schwester geht, habe ich mir natürlich sofort dran gesetzt. Habe auch direkt was gefunden, und zwar Miriam Weiler, 18, das würde auch vom Alter hinkommen. Okay. Und die Fingerabdrücke vom Stein passen mit denen von Miriam überein. Hast du auch Abdrücke auf dem Papier gefunden? Da bin ich jetzt noch dran, das muss ich noch machen. Aber der Stein ist ja schon sehr auffällig, ne? Ja. So, was ist Miriam Weiler? Hast du sie schon rausgesucht? Ja, ja. Genau, gewalttätig, bekannt wegen Körperverletzung. Okay. Das würde eigentlich alles passen. Wir haben dir auch noch was Schönes mitgebracht. Einmal möchten wir dich bitten, dass du dieses aktuelle Foto von der Vermissten und wie sieht's aus? Geschlagenen Person runterziehst, damit wir das in die Fahndung geben können. Ja. Jetzt ergibt sich ein klares Bild.
Die Schwester wurde angegriffen, bedroht und ist geflüchtet. Die Ermittler hoffen, dass die Handyortung erfolgreich ist, um mit der Suche zu beginnen. Die Ortung ist da, letztes Mal Luisenstraße. Luisenstraße? Ja. Ist ja gleich in der Innenstadt. Ja, genau. Habt ihr welche Kapazitäten Nummer? Frei? Ja. Gut. Tobi, welche Nummer? 17. 17? Ja. Das ist ein leerstehendes Haus. Ist? Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Abhängen. Ach, das Ding, ja, ja. Okay. Und sich die Venen vergolden. Ah, ja, okay. Nicht dein Ernst. Doch, das ist die Bude, ist das. Du, von hinten. So, wie geht's weiter? Könnt ihr die bitte parken hier? Ja, dann. Und dann bitte eine Streife bei uns mit raus. Wir müssen raus. Okay. Und ganz wichtig, ja. Sie bleiben hier. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sie warten auf uns. Ja. Nicht, dass wir Sie nachher suchen müssen oder Sie sich ins Taxi setzen. Nein, nein, nein. Alles klar, wir haben uns verstanden. Ach, auf geht's. Okay. Okay. Ja, wir müssen. Ob die 18-Jährige in das leerstehende Haus geflüchtet ist oder ob sie dort von den Tätern festgehalten wird, ist noch nicht klar. Wichtig ist, das Mädchen zu finden, denn dass ihre Peiniger vor Gewalt nicht zurückschrecken, hat das Video deutlich gezeigt. Nimmst sie mit? Ja. Neuen Streifenwagen für die andere und die kommt dann runter, wenn du fertig bist. Alles klar. Wir halten sie erstmal so. Sie hast du Handschellen? Brauchen wir nicht. Doch, geht mit Handschellen. Komm. Gar nicht erst. Zickige Frauen wollen wir gar nicht erst haben. Stell sie raus, zur Seite, bringen sie raus, wir sagen dir Bescheid. Die Streifenwagen kommt gleich. So, Niki, ist richtig, ne? Ja. Niki, erzähl uns bitte mal, was ist jetzt passiert? Wer waren die beiden? Ich kenne die schon länger, die kommen aus meiner Schule. Ich weiß nicht, was deren Problem ist, nur weil ich besser in der Schule bin als die. Okay, und aber was hast du jetzt? Aber du hast eben gerade was angeboten. Ja, damit die mich in Ruhe lassen. Da habe ich denen 500 Euro geboten. Und was war der Grund, warum sie sich nun geschlagen haben? Ich habe ein Video von dir gesehen. Ja, nur weil ich besser als die in der Schule bin und ich verstehe das Problem nicht. Was? Also du lernst, gehst hin und die hängen ab und... Ja, und die sagen, ich komme, weil ich aus der gleichen Gegend wie die komme, muss ich genauso schlecht in der Schule sein. Okay, und das hast du nicht eingesehen? Nein. Und deswegen hast du die Pflicht? Ja. Seid ihr denn in einer Clique? Seid ihr befreundet normalerweise? Ja, wir waren mal befreundet. Okay. Und das hat sich geändert, als du dich entschlossen hast, ich lege jetzt Wert auf die Schule? Und die beiden haben mehr Wert auf andere Dinge gelegt. Was dein Bruder gemacht hat, weißt du, ne? Ja. Der ist mich zum Nachbarn gegangen, hat auch geklaut. Weil er dir helfen wollte. Müssen Sie eure Kollegen wieder draußen rufen? Machen wir. Ja. Was? Hier ist alles safe. Ihr könnt die schon wegbringen. Anna, der Streifenwagen kommt. Alles klar. Hier ist alles gut. Dem Opfer wurde alles zu viel. Es traute sich nicht mehr in die Schule. Die Täterinnen dachten daraufhin, dass das Mädchen zur Polizei gehen würde. Also drohten sie ihr. Erst mit dem Stein. Und dann zwangen sie sie, in das leere Haus mitzukommen. So, jetzt hast du deine Schwester wieder, haben wir dir versprochen. Wir halten unser Versprechen und du musst mir auch was versprechen. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst oder dir irgendwas nicht geheuer ist, rufst du die Polizei an. Oder nimm sie ins Vertrauen, aber nicht selbst handeln, ne? Okay? Und noch ein Gefallen, zum Nachbarn gehst du auch nicht wieder, ne? Versprochen? Ja. Gut. Vielen Dank, die Herren. Wünsche ich jetzt zum Glück alles. Dafür sind wir da. Ja.
Super. So, alles Weitere regeln Sie. Wir verabschieden uns. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Alles klar. Jetzt kommt der Papierkram. Ja, danke. Die Täterinnen müssen sich wegen Körperverletzung, Drohung und Nachstellens verantworten. Gegen den 13-Jährigen wird zwar eine Anzeige wegen Diebstahls geschrieben, diese wird jedoch durch den Staatsanwalt eingestellt. Seine Schwester wohnt jetzt auch bei der Pflegemutter des Jungen.